Aber wieso guckst du denn gerade so, als ob das etwas Schlimmes wäre? Wieso darf ich denn, ich darf doch, laut dir darf ich doch bestimmt als Geimpfter stolz darauf sein, dass ich mich geimpft habe. Wieso darf denn ein Ungeimpfter nicht stolz darauf sein, dass er sich nicht geimpft hat? Also wie gesagt, das ist auch leider schon widerlegt worden. Auch zum Beispiel das, was die Frau Wagenknecht da sagte. Die Geimpften sind trotzdem Teil der Pandemie und es ist nicht klar, dass wenn du dich impfen lässt, bist du nicht mega solidarisch, weil du kannst trotzdem Leute anstecken. Wenn du das möchtest, dann mach das und das ist auch okay. Jeder soll seine eigene Meinung haben, soll das aus seiner eigenen Überzeugung heraus tun. Entweder sich impfen lassen oder sich nicht impfen lassen. Das ist das Maximale, was man an der Nebenwirkung haben kann. Das weißt du nicht oder das weiß Trimax nicht und ich weiß es auch nicht und das weiß keiner und das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist, wenn wirklich 10, 20, 30 Jahre vergangen sind. Also ich stelle mir das auch sehr, sehr unterhaltsam vor, da wirklich die komplette Bandbreite an verschiedenen Meinungen da auf einmal auf einen Haufen unter seinem eigenen Satz zu sehen. Also Jo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jay und heute reagieren wir mal nicht auf einen Musiktrack, wie ich das sonst gerne mache, sondern ich reagiere mal auf was anderes, wo ich noch nicht genau weiß, in welche Kerbe das schlagen wird. Das weiß man ja bei YouTube immer nie so und gerade auch bei diesem brandheißen Thema weiß man das noch weniger. Aber ich fühle mich so ein bisschen gezwungen, ein bisschen was dazu zu sagen, weil es mich persönlich sehr, sehr interessiert. Und zwar ist das ein Video von Trimax, einer der größten Streamer/YouTuber, die es gibt. Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Es ist ein Video, wie lockt man 10.000 Querdenker an, in dem er einige Sachen sagt, die ich nicht okay finde. Und die werde ich einfach mal so ein bisschen hier besprechen. Es wird eine Art Reaction sein, aber es wird natürlich nicht blind sein. Ich habe es mir vorher schon angeguckt, um mir nicht zu viel Blödsinn zu erzählen. Aber ansonsten ist mir das sehr, sehr wichtig und ich wünsche euch viel Spaß mit der Reaction. So, dann gehen wir mal durch. Ich habe das Ganze auf 1,25-facher Geschwindigkeit, also das Video von Trimax. Damit es nicht ganz so lange dauert. Ich werde erstmal durchgehen, ich werde gucken, wie ich es dann cutte. Ich kann sicherlich nicht zu allem was sagen, rein aus fachlicher Hinsicht, als auch aus persönlicher Hinsicht. Ich werde einfach zu den Sachen sagen, wo ich eben was darüber sagen möchte. Und jetzt nehme ich erstmal alles auf und werde sehen, wie ich es dann cutte und let's go. Moin Leute, Trimax hier und frohes neues Jahr. Ihr habt sicherlich Zurück. Von meinem Tweet mitbekommen, den ich direkt an Neujahr rausgehauen habe. Mir war jederzeit durchaus bewusst, was das für Reaktionen hervorheben wird und deswegen haben wir. Natürlich, Trimax, du bist ja nicht blöd. War auch ein ganz krasser Tweet, muss ich sagen. Und daran finde ich jetzt eigentlich persönlich auch erstmal noch nichts Schlimmes. Also, was den Tweet jetzt alleine angeht. Das Ganze auch gemacht. Wir wollten einen Tweet machen, jetzt ja schon öfter mitbekommen, wenn wir in Streams, weiß ich nicht, Querdenker-Demos uns reinziehen und Umatra baut seine Impfpistole, mit denen er BioNTech Impfdosen verschießen kann an Querdenker und sowas. Also, ich kann mir vorstellen, dass das gerade mit so einer Community im Rücken extrem lustig sein kann. Sich das gemeinsam anzugucken. Wie gesagt, eine von den vielen, also viele von diesen Verschwörungstheorien sind natürlich auch absolut aus der Luft gegriffen und das sehe ich mindestens genauso. Genau. Das Ganze, um halt nicht Impfverweigerer, Leute, die sich nicht impfen, sondern Querdenker maximal zu provozieren. Und so einen Tweet wollten wir. Du willst also Querdenker provozieren. Ich will mal kurz mal gucken, was Google zu dem Wort Querdenker eigentlich sagt. Querdenker, jemand, der eigenständig und originell denkt und dessen Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden. Also kurz gesagt, jemand, der sein Gehirn benutzt, was ich in der heutigen Zeit ziemlich wichtig finde. Von daher finde ich es wirklich fatal, so etwas zu sagen. Also klar, Querdenker ist ein extrem negativ behafteter Begriff durch massiv viele Vollidioten, die leider wirklich viel Quatsch machen und auch die Verschwörungstheorien, die da teilweise wirklich aus der Luft gegriffen sind, aber das Wort Trimax, Querdenker, ist per se nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ein Querdenker zu sein oder beziehungsweise jemand, der einfach seinen Kopf einschaltet, ist wichtig. Vor allem, wenn man sich in einer Demokratie befindet und vor allem, wenn sonst die Leute halt machen, was sie wollen. Es ist immer wichtig, auch mal seinen eigenen Kopf und logisch zu überlegen. Das ist für mich einfach ein Querdenker und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da nichts Falsches sagen. Dieser Begriff wird einfach wie ganz viele andere gesellschaftliche Begriffe, ganz, ganz, es ist einfach negativ befleckt. Aber die Definition oder der Begriff allein ist eigentlich nichts Schlimmes. Wir auch machen und haben überlegt, wie wir das machen können. Hätte ich jetzt gesagt, ich wünsche allen Das ist das Erste, was mich schon getriggert hat. Nicht-Querdenkern frohes neues Jahr, wäre da nichts passiert. Das hätte keine großen Reaktionen gemacht. Aber dieses. Glaube ich auch nicht, dass das so eine krasse
Auswirkungen gehabt hätte, wie das, was er dann gemacht hat. Ich wünsche allen Geimpften ein frohes neues Jahr. Das Ding ging in allen Telegram-Gruppen viral und hat wie Motten, die in das Licht fliegen, Querdenker angelockt. Und es ist ein Schon wieder das Wort Querdenker. Aber wie gesagt, diesen Tweet finde ich absolut nicht schlimm und ich finde es richtig lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist wie ein Social Experiment und man guckt einfach, was die Leute drunter schreiben. Von daher, das muss ja nicht heißen, dass er jetzt irgendwie Ungeimpfte hasst oder so. Ja, das ist klar, das habe ich genauso verstanden. Und Trimax ist ja auch ein lieber netter Typ und dem kann man ja eigentlich nichts Böses. Und von daher habe ich das persönlich auch gar nicht falsch verstanden und finde es auch vollkommen okay. eine Symphonie teilweise, was es hier für Kommentare gibt. Und dafür haben wir das Ganze gemacht, zur Provokation natürlich. Was ich ganz oft gelesen habe, was natürlich absolut nicht ist, da haben mir auch die Leute super leid getan, Leute, die mich schon super lange schauen. Viele haben sie wussten auch, dass es provozierend gemeint und das, was dahinter steckt, aber ganz viele Leute haben irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, sei es jetzt physisch oder halt im Geiste irgendwie, dass sie sich nicht impfen lassen können. Dafür ist das natürlich überhaupt nicht. Haben wir auch schon ganz oft im Stream besprochen. Wir reden hier wirklich nur von Querdenkern, Schwurblern, Impfen. Also finde ich erstmal korrekt, dass, nicht was du gerade gesagt hast oder was er gerade gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie ich ansprechen soll, aber wie gesagt, dass das auch Leute haben, die wirklich körperliche Einschränkungen haben und es deswegen dann sozusagen für sich einfach ausmachen, nee, ich will das nicht oder ich will diese Gefahr einer Impfung nicht eingehen. Ne? Und bei jeder Impfung gibt es ja immer Gefahren, das ist ja nicht nur bei Corona, sondern das war ja auch bei jeder anderen Impfung hast du ja ein gewisses Risiko, vor allem wenn du vorerkrankt bist. Und von daher finde ich das korrekt. Was er jetzt aber zum Schluss gesagt hat, dass er Querdenker und Schwurbler auf einer Linie stellt. Wie gesagt, Begriffsklärung ist das eigentlich nur. Er weiß anscheinend nicht, was Querdenker eigentlich bedeutet und dass das eigentlich massiv negativ angehauchter Begriff in unserer Gesellschaft ist momentan. Von daher kann ich es Ihnen eigentlich noch nicht mal übel nehmen, aber das würde ich jetzt nicht mit Schwurbler auf eine, also mit Leute, die wirklich sich das Zeug rumdrehen, wie sie wollen, auf eine Linie setzen. Das würde ich nicht. Gegnern wirklich. Leute, die geschrieben haben, Trimax ist in 5 Jahren eh tot wegen der Impfnebenwirkungen oder jeder, der geimpft ist, wird nie wieder Kinder kriegen oder wir werden alle einen Herzinfarkt bekommen in 10 Jahren und. Also da war teilweise richtig, richtig, richtig viel Scheiß dabei. Richtig viel Scheiß, teilweise auch nicht, würde ich sagen. Also wir wissen einfach nicht über die Impfnebenwirkungen Bescheid. Das ist einfach ein Fakt. Ja, wir können nicht, genauso wie die Impfungen so schnell rauskamen und so weiter, wir können nicht mit Geld Erfahrung und Wissenschaft kaufen. Das geht einfach nicht, ja, weil die Impfstoffe wurden ja so schnell rausgebracht. Das heißt, wir wissen einfach nicht, was die Nebenwirkungen sind, ja. Aber das muss natürlich auch jetzt nicht sein, dass er gleich stirbt oder dass er jetzt einen Herzinfarkt kriegt oder so weiter. Also die Kommentare sind natürlich auch wieder übertrieben, ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite würde ich es trotzdem nicht ausblenden, dass es durchaus Nebenwirkungen gibt. Die gibt's. Das ist ja auch schon bewiesen. Und welches noch geben wird, weiß man ja eben auch nicht. Deswegen würde ich da auch vorsichtig sein. Wahnsinnig viel. Also nur dafür war das damals ganz so provozierend. Was ich aber auch oft gelesen habe, was auch gar nicht geht, dass viele Leute zu jung. Also er hat eine klare Meinung, ja, das geht gar nicht so. Also das finde ich schon mal gut, dass er zumindest eine Meinung hat. Das haben ja viele Menschen nicht heutzutage. Sind, sich impfen zu lassen oder dass die Eltern das nicht zulassen, wo sich die Kinder impfen lassen wollen, aber sind zu jung und die Eltern lassen das nicht zu und deswegen werden sogar einige Leute in der Schule gemobbt. Das ist natürlich auch ein absolutes. Ja, das ist natürlich für einen Arsch, das ist natürlich scheiße, ja. Müssen wir nicht drüber sprechen. Absolutes No-Go. Auch oft gelesen. Können wir jetzt natürlich dieses Video hier drüber machen, um das Ganze zu thematisieren. Es sind so viele Kommentare. Ich habe auch richtig viel gescreenshottet. Da können wir nochmal irgendwann ein Video zu machen, was da. Also ich stelle mir das auch sehr, sehr unterhaltsam vor. Da wirklich die komplette Bandbreite an verschiedenen Meinungen da auf einmal auf einen Haufen unter seinem eigenen Satz zu sehen. Also ich stelle mir das auch ziemlich crazy vor. Bei den Top-Dingern am Start ist. Auch eine ganz geile Verschwörungstheorie. Ich arbeite natürlich mit Bill Gates, mit denen da oben unter einer Decke. Ich wurde von der Regierung bezahlt. Es war alles dabei. Also Das ist natürlich total aus der Luft gegriffen. Das ist natürlich Quatsch. Also gut, ich kenne Trimax nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich mit Bill Gates zusammenarbeitet, ist natürlich, aber es ist Quatsch, sowas jemanden vorzuwerfen oder zu sagen, das ist so, du arbeitest mit Bill Gates zusammen und das ist alles. Es ist natürlich Quatsch, ich ordne Trimax so ein, dass er seine Meinung hat, sicherlich nicht alles hinterfragt, was ich nicht gut finde, wie ich das eben auch schon gesagt habe, aber das heißt nicht, dass er gleich, also die Leute, die dann gleich mit Bill Gates ankommen und so weiter, die sorgen dafür, dass dieser Querdenkerbegriff so verdammt negativ angehaucht ist. Oder Leute, die halt einfach nachdenken. So, und das finde ich halt einfach schade. Das war wirklich Premium.
wenn wir jetzt wirklich von diesen Hardcore-Impfgegnern reden, dann sind das die Leute, wo wir uns auch schon in die Demo reingezogen haben, wo ein Impfgegner sagt, Corona gibt's nicht, er lässt sich nicht impfen und dann ist er da. Moment, Impfgegner sind nicht gleich Leute, die Corona leugnen, oder was hat er gerade gesagt? Ich will mich selber nicht versprechen. Eingezogen haben, wo ein Impfgegner sagt, Corona gibt's nicht. Nee, das ist, da darfst du jetzt hier nichts verwechseln. Also, Impfgegner sind nicht gleichzeitig Corona-Leugner. Also es gibt natürlich alles Mögliche, wir sind ja Menschen, wir sind ja individuell, aber wenn man jetzt per se die zwei Worte einfach mal gegenüberstellt, das ist nicht das Gleiche. Also ein Impfgegner ist nicht gleich ein Corona-Leugner. Ja, das ist vielleicht nur jemand, der die Impfmaßnahmen oder die Corona-Maßnahmen kritisiert. Ja, das muss nicht jemand sein, der das komplett ist. Die gibt es zwar auch, ja, die Corona irgendwie, die sagen, den Virus gibt es gar nicht, was Schwachsinn ist. Aber so wie du das sagst, ist es leider nicht richtig. Das würde ich nicht gleich so behaupten. Er lässt sich nicht impfen. Und dann ist er da, war er im künstlichen Koma auf der Intensivstation und wurde künstlich beatmet. Er wäre hundertprozentig gestorben, nur die Ärzte haben ihn dann gerettet. Und er wacht auf nach dem Koma, ihm wird alles erklärt und er sagt immer noch, Corona gibt es nicht. Und er lässt. Ja, solche Leute sind halt, denen ist dann leider auch wirklich nicht zu helfen. Da gebe ich Trimax auch vollkommen recht. Sich nicht impfen. Also den Leuten kann man teilweise auch gar nicht mehr helfen. Jetzt habt ihr gerade diese Demonstration gesehen, wo in Telegram-Gruppen sich abgestimmt wurde, dass sie ihre kleinen Kinder, ihre zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen Kinder im Kinderwagen mitnehmen und diese dann in die Polizeibarrikade reinschieben und dann ein Kind Pfefferspray abbekommen und sowas, nur um da krasse Reaktionen hervorzurufen. Das ist natürlich mindestens genauso bescheuert, da bin ich auch vollkommen bei Trimax. Das ist natürlich absolut dumm. Also bei so welchen Leuten? Weil die sind einfach so dermaßen scheiße. Und da kann ich auch explizit sagen, Leute, die ihre Kinder verwenden für sowas, denen wünsche ich in diesem Fall kein frohes Neues. Ja, das ist wie so die Geschwister für Hype verwenden oder für Likes. Oder das ist halt alles, das ist halt einfach alles bekloppt. Ja, ganz klar. Und genau so war das. Und es hat so wunderbar funktioniert. Die waren alle so wahnsinnig, wahnsinnig sauer unter den Tweeten. Was da von sich gegeben wurde, war brutal. Ich muss aber auch viele Leute sagen, das hat mich dann wiederum sehr sauer gemacht. Viele haben das mit dem Zahlenbeispiel gar nicht gecheckt. Die sagen, das hat man oft gelesen, das Argument. Es liegen genauso viele Geimpfte wie Ungeimpfte auf der Intensivstation. Das habe ich sehr oft gelesen, auch von sehr jungen Leuten. Da war ich schon sehr sauer. Als Zahlenbeispiel, das zu vereinfachen. Wir haben 100 Geimpfte. Und davon liegen 2 Leute auf der Intensivstation und wir haben 10 Ungeimpfte und davon liegen 2 auf der Intensivstation. Dann ist auf der Intensivstation 50-50, aber man muss natürlich die absolute Anzahl anschauen, wie viele Leute das nicht begriffen haben. Das Thema mit den Zahlen halt, da würde ich wirklich aufpassen, weil es ja auch in der Vergangenheit passiert ist, dass uns von diesem Robert-Koch-Institut oder was auch immer auch Zahlen überliefert wurden, die nicht gestimmt haben. Das wurde ja auch überliefert. Deswegen mit den Zahlen würde ich mich einfach nicht so drauf setzen. Ich glaube nicht, dass es so krass ist, wie es Trimax sagt. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Ungeimpften einen schlimmeren Verlauf haben können. Definitiv. Aber wir wissen, dass Geimpfte mindestens genauso Teil der Pandemie sind. Und da werde ich definitiv auch noch Quellen anheften oder jetzt kurz mit einblenden, die das auch so ein bisschen nochmal aussagen. Da wurde ich ganz schön sauer, muss ich ehrlich sagen. Aber das Schöne ist, in den Kommentaren, das passiert auf Twitter, wurde dann direkt da wieder gegengehauen. Sowas wie, das war so ein Top-Kommentar, mein 6-jähriger Sohn, warum lasst ihr euch von der Regierung so verarschen, wenn genauso viele Geimpfte wie Ungeimpfte auf der Intensivstation liegen. Erstmal so kompletter Schwachsinn, also richtiger Loser-Tweet. Und der wurde dann in den Kommentaren einfach fertig gemacht. Also alles wissenschaftliche Belege, Studien reingeschickt, Videos reingeschickt. Da wurde erklärt und dann wurden diese Kommentare, die dagegen waren, haben dann teilweise über 1000 Likes, um es den Typen einfach zu beweisen, wie falsch sie sind. Das fand ich sehr, sehr geil. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Zahlen so krass sind. Denn wie gesagt, die Geimpften sind doch mehr Teil der Pandemie, wie wir erst dachten. Wie das zum Beispiel auch die Frau Wagenknecht gesagt hat. Da werde ich, wie gesagt, ein paar Quellen mit anheften. Entweder schiebe ich die direkt mit rein oder mache die unten in die Beschreibung rein. Das hatten wir noch. Ach, ganz oft wurde von verschiedenen Rassen gesprochen, von irgendwelchen Impfgegnern, dass das irgendwie ein Rassenunterteil wird. Also ganz, ganz falsch würde ich sagen. Das ist natürlich absolut. Ich sag mal noch nichts. Nazi und alles Mögliche. Auch ganz, ganz, ganz weirde Vibes, die darüber kamen. Also, die haben ihn als Nazi betitelt, habe ich, glaube ich, gerade richtig verstanden. Dann leider auch sehr oft. Junge Leute sagen, ich bin jung und gesund, warum soll ich mich impfen lassen? Ich kann trotzdem mich anstecken und ich kann trotzdem den Virus übertragen. Da haben sie recht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Es geht halt nur darum, die Intensivbetten freizuhalten. Schau mich zum Beispiel an. Ich hatte die erste Impfung, nichts passiert, zweite Impfung, nichts passiert, Booster-Impfung, alles. Alles. Ich habe so eine Liste, so 12 Dinger, was du haben kannst. Das haben 80% Schmerzen an der Einstichwunde, das haben 70%, 50%, 30% und irgendwann so 2%. Ich hatte alles. Ich hatte 3 Tage Turbofieber, über 39 Grad, Fieberträume, Schüttelkrämpfe, alles, völlig im Arsch. Mein Lymphknoten hier unter der Achse. Ja, das stelle ich mir natürlich ziemlich scheiße vor.
sag mal ja, Lymphknoten, der ist so groß, ne? Der wurde so groß wie ein Ab. Ja, ich finde es dann schon schade. Leute, die wirklich ihre Meinung haben, sagen, okay, ich lasse mich impfen. Das ist meine Meinung. Ich denke da, dass für mich Solidarität oder was auch immer und dann darunter leiden, ist natürlich schade. Phil, es hat sich alles so dermaßen angeschwollen, von der Brust zum Rücken. Ich konnte nicht pennen, weil es mich innerlich einfach die Haut aufgerissen hat. Das war das Maximale, was du an der Nebenwirkung haben kannst. Und ich würde mich sofort... Das ist das Maximale, was man an der Nebenwirkung haben kann. Das weißt du nicht oder das weiß Trimix nicht und ich weiß es auch nicht und das weiß keiner und das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist, wenn wirklich 10, 20, 30 Jahre vergangen sind. Dann weiß man, was die schlimmsten Nebenwirkungen sind. Wir Menschen sind so vielfältig. Es wird auch sehr viele verschiedene Nebenwirkungen geben und es wird sehr, sehr verschiedene Schweregrade geben. Aber das wissen wir, wie gesagt, erst in 10, 20, 30 Jahren und nicht jetzt. Und da muss man wirklich aufpassen, was man da sagt. Denn letztendlich fordert er ja auch die Leute indirekt auf, sich impfen zu lassen. Und dann sowas zu sagen, ist halt schwierig. Finde ich schwierig. Immer wieder impfen lassen, hundertprozentig. Und wenn es alle 6 Monate kommt, dann werde ich das machen. Auch wenn es nur eine Dann machst du das und dann ist das deine Meinung. Das ist auch vollkommen okay. Nur ich finde es schwierig, wenn man nicht wirklich alles offenlegt und dann dafür sorgt, dass zum Beispiel seine ganze Community, seine ganzen Fans sich auch impfen lassen. Ich finde es immer wichtiger, seine eigene Meinung zu haben und aus der eigenen Meinung heraus sich zu entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und nicht, weil ich ein Trimax-Video geguckt habe oder so. Ich weiß, er will jetzt nicht, oder ich weiß nicht, ob er dann noch sagt, impft euch, das werden wir noch sehen. Aber das finde ich immer ein bisschen schwierig und ich finde es besser, wenn die Leute selbst entscheiden und aus der eigenen Überzeugung heraus etwas tun. Wahrscheinlichkeit gibt von 0,0001%, deswegen mir ein Intensivbett frei bleibt und dass da jemand eine andere Person überlebt und man sie dadurch das Leben retten kann, ich würde es immer wieder machen. Immer wieder. Gar keine Frage. Ich war auch Anfang zu Beginn der ganzen Zeit unfassbar doll. Also wie gesagt, das ist auch leider schon widerlegt worden. Auch zum Beispiel das, was die Frau Wagenknecht da sagte. Die Geimpften sind trotzdem Teil der Pandemie und es ist nicht klar, dass wenn du dich impfen lässt, bist du nicht mega solidarisch, weil du kannst trotzdem Leute anstecken und du bist auch gefährdet, vielleicht nicht ganz so gefährdet, aber du kannst definitiv Leute anstecken und da muss man wirklich aufpassen, was man erzählt. Aber vielleicht hat sich Trimax vielleicht auch nicht die richtigen Quellen angeguckt, das weiß ich nicht. Oder ich sag mal, weitestgehend sich Quellen angeguckt, also in einem größeren Radius, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also nicht nur einseitige, sondern halt auch von verschiedenen Quellen. Und dann zu entscheiden. Gegen eine Impfpflicht, weil ich dachte, wenn wir genug Impfungen haben, dann wird sich das schon ergeben. Leute in Afrika schlagen sich um die Impfungen und versuchen alles, um das irgendwie ranzukommen. Wir haben sie hier und den Leuten geht es zu gut. Und die meisten sind auch zu faul einfach. Die meisten sind zu faul, wissen nicht. Ja, das glaube ich wirklich, dass viele Leute zu faul sind oder keine Ahnung haben oder nicht wissen. Das ist genauso wie wählen zu gehen. Wissen ja viele Leute auch nicht, können sie nicht entscheiden oder sind zu faul. Da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Das glaube ich wirklich, dass da einige Leute dabei sind. Wo, was und wie, das sind gar nicht die Impfgegner, das sind gar nicht so viele. Nur die Impfgegner sind halt im Internet immer am lautesten. Was man natürlich absolut unterbinden muss. Also die Impfgegner sind immer am lautesten, was man unterbinden muss. Wow. Wow. Krass. Krass. Also wir gehen nochmal zurück, ja, Impfgegner sind jetzt Leute, die zum Beispiel die Impfmaßnahmen kritisieren, die ja definitiv zu kritisieren sind, weil zum Beispiel da auch ganz viele depressive Leute hervorgehen oder Suizide und so weiter. Oder Leute, die die Impfung kritisieren, weil sie sich eben unabhängige Informationen geholt haben und sich deswegen entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, muss man unterbinden. Diese Leute muss man unterbinden und dann regt er sich darüber auf, dass er als Nazi betitelt wird. Natürlich ist das Quatsch. Wir haben keine Situation mit Juden heutzutage oder irgendwas. Und es gibt doch keinen Adolf Hitler mehr. Aber der Grund, warum die Leute das sagen, ist ja, weil es Parallelen gibt, weil neue Leute wirklich gespalten werden. Ja, weil habe ich irgendwie so ein Video gesehen, ein junges Mädchen in der Uni darf nicht essen gehen und muss sich woanders hinsetzen, wo es auch schäbiger aussieht, nur weil sie ungeimpft ist. Also, und er sagt hier, das muss man unterbinden. Mich wundert nicht, dass die Leute dich als Nazi betiteln, auch wenn ich es nicht komplett richtig finde. Wunder dich bitte nicht, wenn du solche Sachen von dir gibst, dass man irgendwas unterbinden muss. Sei doch froh, dass es verschiedene Meinungen gibt. Das macht eine Demokratie aus. Genau, also ich hatte die maximale Nebenwirkung, würde mich sofort immer wieder impfen lassen. Einfach, weil es solidarisch ist und weil es für die Gesellschaft insgesamt gut ist. Wenn du das möchtest, dann mach das. Und das ist auch okay. Jeder soll seine eigene Meinung haben, soll das aus seiner eigenen Überzeugung heraus tun. Entweder sich impfen lassen oder sich nicht impfen lassen oder was auch immer. Ob das so viel mit Solidarität zu tun hat, weiß ich nicht, weil wir ja immer mehr wissen, das ist ein lustiges Gesicht, weil wir ja immer mehr wissen, dass
dass die, wie ich auch vorhin schon tausendmal sagte, dass die Geimpften trotzdem Teil der Pandemie sind und so und genauso Leute anstecken können wie Ungeimpfte. Und wie gesagt, ich verlinke die Quellen und deswegen weiß ich nicht, wie viel das mit Solidarität zu tun hat. Auch wenn ich jetzt Corona mir ziehen sollte, keine Nebenwirkungen, bin in Quarantäne Trimax, dann rülpst du doch einfach. und stecken niemanden an, haben auch viele den Ansatz. Trotzdem, man kann es nie wissen, deswegen ganz viel testen, ganz viel impfen, Masken richtig tragen und den ganzen Scheiß. Ganz viel testen, ganz viel impfen. Ganz viel testen finde ich gut. Tagesaktueller Test ist, glaube ich, das Beste, was man heutzutage machen kann. Ganz viel impfen, weiß ich nicht, ob das so die Lösung der Probleme ist. Wir sehen es ja an anderen Ländern, die zum Beispiel überhaupt nicht geimpft haben, dass dort Corona eigentlich schon fast einmal durchgehuscht ist und jetzt sind die alle immun, beziehungsweise leider auch gestorben. Das ist das Normale an so einer Pandemie. Wir können nicht komplett verhindern, dass Leute sterben. Das ist was ganz, ganz Schlimmes und das ist was sehr Trauriges. Aber es ist, ich sag mal, von der Biologie her ein natürlicher Vorgang, als jetzt mit dieser Impfung da rein zu fuschen, wo man noch nicht ganz genau weiß, ist die wirklich jetzt 100% nice, beziehungsweise es wird ja immer mehr klar, dass es eigentlich nicht ist, ja. Deswegen, Quellen werde ich verlinken. Wir sind jetzt schon 2 Jahre in der Pandemie. Jeder möchte, dass es aufhört. Und da sind echt ein paar Leute echt sehr, sehr, sehr im Arsch. Dann hatten wir auch noch so welche, mega geil, dass alles nur Panikmache. Das gibt alles gar nicht. Es sind nur 5,4 Millionen Menschen gestorben. 99,93% der Menschen leben noch. Das ist eigentlich alles unnötig. Der lässt sich nicht impfen, auch ein ganz chilliger. Also nur Panikmache ist es auf jeden Fall nicht. Es wird aber mehr Panik gemacht, als notwendig ist, meiner Meinung nach. Und ja. Viele waren richtig stolz, ungeimpft zu sein. Die haben richtig Flagge gehisst und sowas, würde mich niemals impfen lassen und sowas. Auch sehr, sehr oft dabei. Aber wieso guckst du denn gerade so, als ob das etwas Schlimmes wäre? Wieso darf ich denn, ich darf doch, laut dir darf ich doch bestimmt als Geimpfter stolz darauf sein, dass ich mich geimpft habe. Wieso darf denn ein Ungeimpfter nicht stolz darauf sein, dass er sich nicht geimpft hat? Das ist wieder dieses in einer Richtung denken und dieses das andere komplett wegtreten sozusagen, ne? Das finde ich einfach, es finde ich richtig, das finde ich scheiße, dass der solche Werte verbreitet. Ich finde das nicht gut. Ja, wenn man stolz drauf sein kann, sich zu impfen, dann sollte man auch stolz drauf sein, sich nicht zu impfen. Punkt. Dann hatten wir auch noch einen guten Tweet und ein Zitat. Dachte zuerst, der Tweet von Max ginge gar nicht. Aber die gesamten Impfgegner und Verschwörungstheorien, dass Trimax mit Bill Gates und mit denen da oben unter einer Decke arbeitet, zeigt, dass der Tweet absolut notwendig war. Fand ich auch sehr geil. Ja, insgesamt. Und die Sache mit Bill Gates will ich nur noch mal ganz, ganz, ganz kurz anschneiden. Also natürlich sind da extrem viele Theorien am Start, die absolut unter der Gürtellinie sind und so abgehoben und out of space sind, dass das einfach sinnlos ist, ja. Aber es gibt, und das weiß man ja, Bill Gates hat zum Beispiel gewisse Zeitschriften, gewisse Pressezeitschriften bezahlt aufgrund dieser Gates, keine Ahnung, Stiftung oder wie die heißt, das kann man ja nachlesen. Und wenn man sich dann anguckt, was die Presse, die und die Zeitung, zum Beispiel, ich glaube, es war Spiegel TV, derzeit für Propaganda macht, dann sieht man da definitiv Parallelen, ja, dass da Geld auch mit im Spiel ist, ja, dass da eine riesige Pharmaindustrie, dass da ein Haufen Gewinn gemacht wird und das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder irgendein einer von den dummen Querdenkern, sage ich mal, die jetzt einfach nur wirklich Scheiße labern, sondern es ist einfach nur was, wo ich sage, das sollte man im Hinterkopf behalten und einfach mal mit logischem Menschenverstand sich einfach mal ein paar Sachen angucken und dann einfach selber entscheiden. Wie gesagt, ich bin ja nicht zur Meinungsmache, sondern ich rufe dazu auf, sich selber Gedanken zu machen. Dann wurde mir tausendfach der Tod gewünscht und mein FIFA-Account soll immer gebannt bleiben. Das war auch ganz oben mit dabei. Ja, das war im Groben und Ganzen. Es gibt noch ganz viele Zitate. Ich habe ganz viel gescreenshottet. Können wir gerne im Stream durchbesprechen. Haut mal eure Meinung zu dem Ganzen sehr gerne in die Kommentare. Falls das irgendjemand Tja, meine Meinung habe ich ja gesagt. meine Art nicht kannte oder sich in irgendeiner Art und Weise diskriminiert davon gefühlt hat, als Ungeimpfter, der sich nicht impfen lassen kann aus gesundheitlichen Gründen. Das tut mir natürlich leid. Da haben wir viele von gelesen, Leute mit verschiedensten Krankheiten. Das muss man auch, selbst wenn es nur Diabetesstufe 1 ist, selbst wenn ihr einfach nur noch übergewichtiger seid als ich. Die Leute sind nie angesprochen. Waren sie auch nie im Stream, haben wir auch mehrfach gesagt. Für die ist das absolut gar nicht. Aber alle anderen, vielleicht ein Anstoß, vielleicht sich doch impfen zu lassen, mal den Termin zu suchen, damit wir hier alle zusammen rauskommen. Also für die jetzt Leute, die eingeschränkt sind, die irgendwelche körperlichen Sachen haben, was ist denn mit den Leuten, die einfach davon überzeugt sind, das nicht machen zu lassen, die es einfach nicht wollen? Was ist denn mit denen, die jetzt nicht unbedingt eine körperliche Krankheit haben, aber die vielleicht auch nicht krank werden wollen, weil sie eben der Impfung nicht trauen? Was ist denn mit den Leuten? Werden die auch wieder komplett ausgeblendet? Das finde ich halt auch wieder extrem schwierig. Und ja,
Damit möchte ich das Ganze beenden. Ich will einfach nur, dass vielleicht ein bisschen über den Tellerrand geguckt wird, nach allen Seiten geguckt wird, nicht nur schwarz-weiß gedacht wird, oder es zumindest mal mehr als eine Meinung gibt. Und das würde ich ganz, ganz cool finden. Deswegen habe ich darauf reagiert, weil mir die Sachen eben nicht gefallen haben. Wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder irgendwas. Ich finde auch Sachen gut, die er gesagt hat, und kann auch Sachen verstehen. Allgemein, diese Tweet-Aktion fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde halt nur die Argumentation von ihm nicht richtig, und dass er dazu aufruft, ohne wirklich eine Meinung zu haben, die von vielen Seiten gedeckt ist. Denn er wirkt so, als hätte er sich ein bisschen einseitig informiert. Das ist okay, jeder muss nicht irgendwas machen, aber jemand mit so einer Reichweite, finde ich, sollte das schon. Ansonsten, ich hoffe, euch hat meine Reaction so ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.